sind hier beim Familienwochenende in Bad Oechsen mit ihrer Tochter, die einen angeborenen Herzfehler hat. Welchen hat sie denn? Sie hat das hypoplastische Linksherzsyndrom. Ja, und ich weiß nicht, ob sie es selber merkt, aber wir merken das natürlich schon, wenn sie so ein bisschen beim Schwimmen Ausdauerschwierigkeiten hat oder dann auch die Nase blau anläuft. Für sie selber ist das wahrscheinlich gar nicht so problematisch, aber wir wissen natürlich schon, welche Auswirkungen das so grundsätzlich haben kann. Ja, ja. Konntest du denn schon schwimmen, bevor du hierher gekommen bist? Nein. Nicht ganz. Nicht ganz. Und jetzt? Kannst du jetzt besser? Hast du mehr Mut im Wasser? Ja? Ein bisschen, ja. Ist das schön, das Schwimmen? Was ist denn das Besondere am Austausch mit anderen Eltern herzkranker Kinder? Sie kennen ja sicherlich auch Familien, die kein herzkrankes Kind haben. Was ist der Unterschied? Ja, es ist einmal spannend zu hören, dass viele ähnliche Themen und Problemfelder haben wie wir. Andererseits muss man auch recht ganz sagen, es gibt viele, die noch andere Probleme haben als wir, wo wir festgestellt haben, ja Gott, da geht es uns ja noch relativ gut mit. Ne? Also wirklich viele andere, die noch negativere Erfahrungen gemacht haben. Und Ihr Antrag auf eine familienorientierte Reha ging 1, 2, 3 durch? Hatten Sie keine Probleme? Ja, wir waren schon dreimal. Ich glaube, der allererste, also nach den ersten OPs, der ging relativ problemlos, glaube ich, durch. Beim letzten wollten die mich in der Kinderreha mit ihr schicken. Also wir zwei nur. Ja. Und sie hat einen größeren Bruder und ich fahren so zu viert. Und das hat uns auch immer sehr gut getan. War auch für den Bruder wichtig, nehme ich an. Ja, wobei mittlerweile ist der halt so groß, dass der jetzt sagt, okay, fahrt gerne, aber ohne mich. Ne? Mhm. Also ja. Da ist der jetzt raus. Ja. Aber das hat uns immer sehr gut getan. Ich finde den Austausch mit Familien, die auch Kinder mit Herzfehlern haben, insofern immer ganz schön, weil Familien, die das noch nicht mitgemacht haben, die können sich manchmal nicht so richtig da reindenken. Also die sagen dann schon mal, es geht dir doch gut, mach dir doch nicht immer so einen Kopf und jetzt lasse doch mal und so. Ne? Und dass so ein Kammerherz nicht dasselbe ist wie ein operierter VSD oder so, ne? Das kann man nicht einschätzen, wenn man da nicht drin ist. Gott sei Dank muss ja eine gesunde Familie nicht einschätzen können. Ne? Aber man fühlt sich bei betroffenen Familien ein bisschen verstanden, finde ich. Mhm. Also wir haben aber auch privat sehr viel Kontakt zu anderen betroffenen Familien. Ich finde es halt für die Kinder auch wichtig zu sehen, es gibt noch andere Kinder, die auch besonders sind. Ne? Also auch einen Herzfehler haben, wenn auch einen anderen oder denselben. Aber dass sie halt merken, zum Beispiel so Bezug Narbe soll ja irgendwann im fortgeschrittenen Alter der Kinder immer mal ein Thema werden, dass sie da einfach selbstverständlich mit aufwachsen. Ne? Und so, ja. Das haben andere auch. Ne? Das sind Herzzeichen. Genau. Da hat mal eine junge Frau gesagt, das sind die Zeichen der Kämpfe, die ich gewonnen habe. Genau, das ist wie eine Tapferkeitsmedaille und ein Grund, stolz drauf zu sein. Was uns auch immer gut getan hat, waren diese Coachings halt. Ne? Ja. Wenn, also so eine Reha, das ist ja immer sehr viel Aufwand mit Beantragungen, oft auch Kampf, ja. Und so. Aber, oder wenn das mit den Arbeitgebern nicht funktioniert, dass man aber mal so ein Wochenende mit Betroffenen, ja. Und auch mit Betreuung hat, wo man mal drüber bestimmte Themen einfach mal besprechen kann. Ja. Und die Kinder so unter sich sind, da lernt man, ja. Dann auch immer welche kennen. Die fanden wir auch gut, ne? Ja. Die Reiterwoche machen wir auch mal, ne? Wenn wir groß genug. Unbedingt. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Das war ganz toll. Gerne. Dankeschön. Vielen Dank auch an dich. Ja.